Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 5. In der letzten Folge haben wir unser Abenteuer hier in Wigbarth begonnen. Doch ja, begonnen. Das ist das richtige Wort. Leider haben wir unser Gedächtnis verloren, was da bei Rune Factory zum Glück nie vorkommt sonst. Und ja, wir sind jetzt anscheinend ein Teil von Seed, sollen ein bisschen die Monster verscheuchen, aber fangen erstmal als kleine Selbstversorger an. Und Fristella ist so lieb und zeigt uns die Grundlagen der Feldarbeit. Ich musste jetzt zwischen den Folgen das Feld ein bisschen aufräumen und sie scheint gerade ganz zufrieden damit zu sein, dass wir das geschafft haben. Ja, genau. So macht man das, sagt sie nämlich. Übrigens, wenn du den A-Knopf vom Aufheben gedrückt hältst, kannst du nur eine Art von Gegenstand einsammeln. Gedrückt hältst, kannst du nur eine Art von Gegenstand einsammeln. Wenn du etwas in der Hand hältst und dann die Versandkiste anvisierst, kannst du es auch von weiter weg hineinwerfen. Probier es mal aus. Und weiter geht's. Hier, du hast eine billige Hacke erhalten. Versuche mal die Erde an den freigeräumten Stellen umzugraben. Du kannst mich ruhig fragen, wenn du nicht weißt, wie das geht. Komm einfach wieder her und sag Bescheid, sobald du ein bisschen Erde umgegraben hast. Okay, dann machen wir das mal. Also man kann dann eben auch wieder Sachen werfen. Das geht ganz normal auch. Ich kann da hier mal... Nee, das wollte ich nicht. Kann ich hier? Nein, das kann ich auch nicht. Ich versuche mal so. Nein. Oh, jetzt dash ich. hier. Nein, nein, nein. So. Zuerst muss ich die ausrüsten. Ja, die will ich ja auch ausrüsten. Oh, was ist jetzt passiert? Ich krieg das schon hin. Mit A. Zuerst muss ich dies ausrüsten. Na, dann rüste das doch aus, Mädel. Hm. Vielleicht so oder so. Das ist so. Hm. Ich stelle mich, glaube ich, gerade ziemlich doof an. Ich probiere es nochmal. Ich stelle mich so doof an. Ich würde die... Vielleicht so... Oh, oh, oh. Jetzt habe ich es geschafft mit Y. Okay. Ich habe mich einfach nochmal an das erinnert, was sie mir am Anfang gesagt haben. Es ist nicht immer ganz einfach, aber wir kriegen das schon hin. Ich habe immer irgendwie, immer zu jedem Rune Factory-Spiel immer zu Beginn immer sehr starke Probleme damit, die Steuerung zu erlernen. Aber wenn man es dann einmal drin hat, geht es dann ganz einfach. Ich hoffe, hier wird es auch wieder so sein. So, ich habe jetzt hier einiges umgegraben. So, reicht das für Priscilla oder ist das noch nicht genug? Ja, das scheint so ohne Probleme geschafft zu haben. Mit einer besseren Hacke kannst du übrigens mehr Erde gleichzeitig umgraben. Nur damit du es weißt. Oh. Ganz kurz mal am Auge kratzen. Kratz, kratz, kratz. So. Also gut. Nimm als nächstes die hier. Oh, Rübensaat. Geh zu dem Teil des Feldes, das du umgegraben hast und sehe die Saat dort aus. Oh je. Oh je, mini, mini. Okay, okay. Ich versuche das hinzukriegen. Nein, das war falsch. Das war auch falsch. Das war A. Okay. Mit L. Ich habe 9-mal Rübensaat bekommen. Okay, da muss ich ja noch mindestens einmal umgraben. So. Das kriege ich hin, Leute. Okay. Und dann wähle ich das aus. Dann geht's los. Here we go. Schon so praktisch, dass die Kamera automatisch schon so ein bisschen nach oben dann wechselt. Ist auch schön, mal einen Hauptteil in 3D zu sehen. Sonst waren immer nur die... Nebenteile wie Rune Factory, Frontier oder Oceans, beziehungsweise Tides of Testing hier in 3D. Und jetzt endlich mein Hauptteil. Das ist so toll. Und ich kann auch die Kamera frei bewegen. Oh mein Gott, ich bin im 21. Jahrhundert angekommen. Das ist halt, das sieht doch gut aus. Tja, wenn du den B-Knopf gedrückt hältst, kannst du die Saat in einem größeren Bereich verteilen. Oh, okay. Fürs nächste Mal merke ich mir das. Dankeschön, Priscilla. Das ist ja nett von dir. Und jetzt kommen wir zum Gießen. Oh, okay. Gut, jetzt haben wir noch eine Gießkanne bekommen. Nehmen wir die. Da ist bestimmt kein Wasser drin, genau. Und für Wetten, die müssen wir hier auffüllen. Aber die kann ich bestimmt nicht schon auf... Nee, da geht noch nicht viel. Ich wollte gerade versuchen aufzuladen, aber nein. Nein, nein, nein. Dafür brauchen wir leider noch zu lang. Watering time. Oh, she's so cute. Ups. Oh, und ich liebe die Musik. Sie gibt mir das Rune Factory Feeling. So, hi. Perfekt, gute Arbeit. Ach, das Feld trocknet über Nacht wieder aus. Also vergiss nicht, deine Pflanzen jeden Tag zu gießen. Au, an Regentagen kannst du das aber sparen. Die sind zwar trostlos, aber sie haben auch etwas Gutes. Wenn es regnet, musst du nämlich deine Pflanzen nicht gießen. Und das wäre erstmal alles, was du über die Feldarbeit wissen musst.
Wenn du weiter fleißig die Erde umgräbst, Samen anpflanzt und dafür sorgst, dass sie immer genug Wasser haben, dann wirst du in Windeseile die Früchte deiner Arbeit genießen können. Du kannst die Pflanzen ernten und einfach so essen oder sie als Zutaten zum Kochen verwenden. Manche bieten sich auch als Geschenk für die Stadtbewohner an. Der eine oder andere würde sich sicher sehr darüber freuen. Du kannst sie aber natürlich auch einfach in die Versandkiste werfen und verkaufen. Jeden Morgen um 8 Uhr kommt jemand vorbei, der den Inhalt der Kiste mitnimmt. Also sorg dafür, dass bis dahin alles, was du verkaufen willst, in der Kiste liegt. Ach, ich hoffe, das war nicht so kompliziert. Das ist, glaube ich, eigentlich schon der Standard. Das ist auch schon so der Erstklässler des Farming-Games 1x1, ne? So, ach ja, und hier, nimm doch ein bisschen mehr Saat. Ich habe noch mehr Rübensaat erhalten. Wow, das ist ganz schön viel. Bist du sicher? Bitte, 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 ich bestehe da drauf. Sieh das Dankeschön dafür, dass du hier alles aufgeräumt hast. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was du noch mit diesem Feld anstellen wirst. Hoffentlich enttäusche ich dich nicht. Ach, ich glaube, du wirst das ganz toll machen, Yumi. Oh, danke, Priscilla, sie ist so süß. Ach, es gibt nicht viele Leute, die sich beim ersten Mal am Feld so gut anstellen wie du. Hauptmann Livia hat dich nicht ohne Grund zur Hüterin gemacht. Du bist fast wie ein... Wie heißt es nochmal? Erd-irgendwas. Erdfreund. Vermutlich meint sie ja Erdfreund. Das hatten wir doch auch Baron Factory 4, oder? Vielleicht hast du nicht nur ein Händchen für Ackerland, Yumi. Ich habe das Gefühl, dass du die ganze Welt zu einem grünen, lebendigen Ort machen könntest. Ach, jetzt komm, jetzt übertreibst du aber. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich richtig liege. Ich erinnere mich noch an Geschichten, die ich als Kind gelesen habe. Darin flogen diese Erddingens auf Drachen durch die Gegend. Ach, sie kümmerten sich um das Land und hauchten ihr neues Leben ein, um möglichst viele Runen zu erzeugen. Ich habe immer so gerne Geschichten über sie gelesen. Runen? Oh, entschuldige. Runen sind, wie soll ich das erklären? Man könnte sie mit Ausdauer vergleichen oder vielleicht wäre Lebenskraft passender. Jedenfalls verlierst du das Bewusstsein, wenn du dich zu sehr anstrengst und dir die Runen ausgehen. Also sei vorsichtig, ja? Oh, dann sollten wir auf jeden Fall ganz viele Runen bei uns haben. Uff. Alles in Ordnung? Tut mir leid, dass ich dich so habe ackern lassen. Machen wir Schluss für heute. Du kannst deine Waffe und Werkzeuge wechseln, ohne dafür extra die L-Tasche zu öffnen. Nutze den Linksknopf, um die Werkzeuge zu wechseln und den Rechtsknopf, um die Waffen zu wechseln. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Das würde ich gerne mal ausprobieren direkt. Oh, das Spiel lässt mich nicht ausprobieren. No! Aber gleich, wenn Priscilla dann fertig ist. Der Feldhauptmann hat gesagt, dass du dieses Zimmer haben kannst. Also gut, hier wirst du einziehen, Yumi. Moment mal, ist das nicht das Silo? Ja, und ich weiß, was du jetzt denkst. Aber es gibt hier ein freies Zimmer im ersten Stock von und Hauptmann Livia hat gesagt, dass Hüter hier wohnen sollten. Hat sie das? Immerhin muss ich mir dann keine Gedanken machen um die Sicherheit in der Gegend. Ja, das stimmt. Schließlich wohnt Hauptmann Livia im Erdgeschoss. Außerdem kommen ständig Leute vorbei. Wenn du also irgendwelche Probleme hast, hilft dir sicher gerne jemand. Ach, sollte das nicht eigentlich umgekehrt laufen? Nö, das ist schon in Ordnung. Die Leute in der Stadt sind eigentlich ganz heiß darauf, anderen die Hilfe anzubieten. Oh, dann werde ich sie vielleicht um den einen oder anderen Gefallen bitten. Ja, nur zu. Aber kommen wir jetzt zu wichtigeren Dingen. In deinem Zimmer gibt es derzeit nur ein Bett, einen Kalender und einen Projektor. Aber in dem Projektor kann ich mir bestimmt ältere Szenen angucken. Im Bett kann ich schlafen und im Kalender sehe ich, wann welche Feste sind. Der Kalender zeigt dir das aktuelle Datum und ob irgendwelche besonderen Ereignisse oder Feste bevorstehen. Den Projektor kannst du benutzen, um die Zwischensequenzen noch einmal anzusehen. Was auch immer das bedeutet. Und dann wäre noch dein Bett. Wenn du schlafen gehst, wachst du am nächsten Tag um 6 Uhr auf. Deine LPNRPs sind dann wieder vollständig aufgefüllt. Wenn du nicht genug Schlaf bekommst, fühlst du dich erschöpft und bekommst leicht eine Erkältung. Also sieh zu, dass du rechtzeitig schlafen gehst. Wenn du müde bist, dann geh ins Bett. Okay, hi. Ja, das war's eigentlich.
Du hast dich heute gut geschlagen. Ruh dich aus. Eigentlich will ich noch ein bisschen auf dem Feld arbeiten. Immerhin hat Priscilla uns ja unheimlich viel Saatgut gegeben, wie es scheint. Darf ich denn, Priscilla? Okay, tut mir leid. Ich wollte dir nicht so viel Arbeit machen. Warum legst du dich nicht einfach ein bisschen ins Bett dort drüben? Darf ich trotzdem rausgehen oder schimpft sie dann mit mir? Okay, gut, ich darf nicht. Ich darf nicht, ich muss schlafen gehen, während sie da ist und mich anstarrt. Warum habe ich eigentlich zwei Betten? Okay, dann gehen wir schlafen. Tu mir das, was Priscilla von uns verlangt, während sie da steht und mich anstarrt. Gute Nacht. Das ist echt gruselig. Priscilla. Was tust du? Aufwachen, Yume, es ist schon morgen. Stand sie jetzt die ganze Zeit neben mir? Du bist wach. Sie ist gruselig. Guten Morgen. Oh je. Priscilla, du bist gruselig. Aber hey, Lucy ist da. Guten Morgen, Priscilla. Und dir auch, Lucy. Guten Morgen. Ziemlich kühl. Ob sie mir immer noch misstraut? Ach ja, hast du den Fall der verschwundenen Brille aufgedeckt? Ja, natürlich. Freut mich. Sie ist jetzt sicher erleichtert. Erleichtert, dass ich ihn nicht für die Zeitverschwendung zusammengestaucht habe. Yukis Brille war auf ihrem Kopf. Wie es halt so ist, ne? Ach, angeblich immer die letzte Stelle, an der man sucht. Na, logischerweise, weil man danach sucht man ja nicht mehr, weil man es ja gefunden hat. Priscilla? Tut mir leid, ich habe nur mein Genen unterdrückt. Hoffentlich schläft sie auch genug. Nee, sie steht die ganze Zeit neben meinem Bett und starrt mich an. Mein erster Fan. Warum kämpfst du dagegen an? Wenn du gehen musst, dann geh doch halt. Ach, es ist mir eben peinlich, der ganzen Welt meinen Schlund zu zeigen. Tja, wie du meinst. Wir sollten die Nachricht überbringen und dann solltest du zurück ins Bett. Eine Nachricht? Für mich? Sure. Befehl des Hauptmanns. Sie will, dass du alle Stadtbewohner kennenlernst. Oh, wow. Deine erste offizielle Siedmission, Yumi. Ach, viel Glück und Hals und Beinbruch. Oh je. Dankeschön. Ich versuche mir nichts zu brechen. Dankeschön. Okay, wenn du auf den Minusknopf drückst, erscheint eine Karte des Gebiets, in dem du dich gerade aufhältst. So viel Information auf einmal, Leute. In der Stadt kannst du damit auch herausfinden, wo sich die einzelnen Bewohner gerade herumtreiben. Das ist ja praktisch, wenn man jemanden Bestimmtes gerade sucht. Bewege den Zeiger auf eines der Gebäude, um zu sehen, wer sich darin befindet. Okay, das Warp-Menü. Auf dem Kartenbildschirm kannst du sofort zu Orten warpen, die du bereits besucht hast. Okay, Schnellreise quasi. Drücke bei geöffneter Karte den Y-Knopf, um eine Liste von wählbaren Orten anzuzeigen. Als Sonderbonus fürs Spiele von Rune Factory 4 erscheinen Doug und Margaret in diesem Spiel. Okay. Toll! So. Wir haben jetzt die Special-Mission, alle kennenlernen zu müssen und allen einmal Hallo sagen zu sollen, müssen, tun. Hallo! Und wie läuft es mit der Feldarbeit so? Super, verlass dich ruhig auf mich. Du bist ja wesentlich motivierter, als ich erwartet hatte. Da fällt mir was ein. Hast du von Ernteprognosen gehört? Nicht, dass ich wüsste. Alles klar, dann erkläre ich dir das Ganze mal. Abhängig von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel dem Wetter, gibt es erntereiche und erntearme Tage. Wir können wöchentlich Ernteprognosen erstellen und du solltest sie dir ansehen, bevor du etwas erntest. Wenn du willst, kann ich dir mehr darüber erzählen. Ja, ich will alle Details. Dann hör gut zu. Wie gesagt, die Ernteprognose zeigt dir, welche Pflanzen in dieser und in der nächsten Woche besonders viel und besonders wenig abwerfen. Wenn du zum Beispiel Rüben an einem für sie erntereichen Tag erntest, erhältst du viel mehr davon als gewöhnlich. Wenn du sie aber zu einem erntearmen Zeitpunkt erntest, dann bekomme ich viel weniger als gewöhnlich. Genau, deshalb solltest du immer den besten Zeitpunkt finden. Das ist gut zu wissen. Wenn du deine Pflanzen immer ausreichend Wasser gibst, damit sie nicht vertrocknen, ist das schon die halbe Miete. Okay. Wo finde ich die Prognose raus, Livia? Das würde mich natürlich jetzt auch interessieren. Sie erzählt mir sowas, aber ich brauche mehr Infos. Du kannst das Wachstum durch Dünger beschleunigen. Okay. Indem du für Neues offen bist. Okay. Ah, okay. Und ob das was für dich ist, musst du natürlich selbst entscheiden. Beide Arten der Feldarbeit sind legitim. Komm einfach zu mir. Ja, ich will die Ernteprognose hören. Erzähl mal.
Schweiß in Ohren, hast eine Amnesie oder so, aber ich rate dir, die Dinge anders anzugehen. Entspann dich. Ja, Ernteprognosen und so. Musst du vielleicht so über den Tresen mit dir reden? Guten Morgen, schöner Tag. Was möchtest du heute? Ernteprognose. Erzähl mal, Libia. Die Pflanze wirft diese Woche besonders viel ab. Puschelgras. Diese besonders wenig. Rosa Melone. Nächste Woche Puschelgras. Wenig rosa Melone. Ich habe das Gefühl, ich sollte Puschelgras anpflanzen. Puschelgras ist anscheinend gerade das Ding. Dann sollten wir vielleicht Puschelgras-Samen kaufen. Puschelgras klingt aber eher nach einer Blume. Oh. Oh. Jetzt kann ich es auch behalten. Die Option hatte ich nämlich neulich noch nicht. Ja, ich würde gerne mehrere Sachen auf einmal. Oh, er lässt mich gerade nicht mehrere auf einmal. Ich kann doch eigentlich mehrere auf einmal aufheben, oder nicht? Oh. Und ich laufe einfach durch. Das geht natürlich auch. Ups. Machen wir es halt so. Jetzt habe ich ganz viel Orangensaft. Toll. Jetzt haben wir hier. Dann müsste ich aber auch mehrere. Muss ich hier. Kann ich nicht mehrere? Hatte ich doch neulich, dass ich auch mehrere aufsammeln konnte. Ja, doch, jetzt geht's, oder? Ah, muss natürlich auch die gleiche Art von Kraut sein, ne? Okay. Ist auch schön. Man sieht es auch in der Ferne so glitzern. Seht ihr das? Das ist super praktisch, um die Sachen auch rechtzeitig zu finden. Und ordentlich identifizieren zu können. Hier. Hinter dem Baum glitzert auch noch was. Da. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Puschelgrabensamen. Das habe ich jedenfalls so im Gefühl. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Hier muss ich auf jeden Fall noch ganz viel gießen und sonst so. Kann ich mal ganz kurz. Nein. Nee. Ich würde gerne das eigentlich das durchwechseln. So kann ich es nur ausrüsten. Okay. Und was haben wir hier? Oh, das sind drei Personen drin. Ah, okay. Lucy, Priscilla und Livia. Okay. Oh, das sind Doug und Margaret. Aus Room Factory 4, ne? Cool. Okay, das ist natürlich interessant. Ich muss jetzt hier trotzdem mal wechseln. Das. Da habe ich irgendwie. Vielleicht. Warte mal. Vielleicht so? Nee, ich kann doch bestimmt das irgendwie auswählen. Besser. Ich glaube, ich mache es gerade irgendwie falsch. Ich muss erstmal wieder so ein bisschen mit der Steuerung warm werden. Bitte lasst mir auf jeden Fall die Zeit. Ich will auf jeden Fall erstmal ganz viel hier gerade zu Beginn anpflanzen, damit ich dann auch ganz viel ernten kann und dann ganz viel Geld habe und dann ganz vielen Leuten in dem Dorf hier helfen kann. Natürlich total uneigennützig. Ich weiß gar nicht, ob der Blumenladen schon da ist, weil ich glaube, dieses Flausche, Kratze, ich habe vergessen, dieses Gras da, das klingt mir nach sehr stark nach Blume und nicht nach Obst oder Gemüse. So. Okay. Oh, ich habe auch noch Tomatensamen bekommen. Krass. Wachstum Frühjahr im Sommer. Okay, leicht zu ziehen, im Winter aber deutlich schwerer. Okay, man kann hier wohl anscheinend auch immer alles anpflanzen. Kann ich irgendwie. Ja. Sehr gut. Ja, ist auch ein bisschen hagelig. Wir kriegen das schon noch hin. So, und jetzt habe ich noch so ein einzelnes. Lep. Here we go. Also habe ich 6, 7, 8. So. Ich brauche noch ein neuntes Feld. Sonst klappt das nicht. Oh, jetzt habe ich sie nicht ausgerüstet, richtig. So. Zack. Okay. Und jetzt muss ich wieder hier drauf und dann da drauf. Okay. Mache ich das nicht gut? Bin für mich selbst richtig beeindruckt. Das ist echt schwierig. So, dann müssen wir ganz dolle viel gießen. Seht ihr das? Ach, herrje. Dann werden wir nie fertig. Oh, ich habe ein bisschen Geld. Wir könnten ja mal versuchen, den Blumenladen zu finden. Besitzen wir so etwas hier schon? Nee, sieht nicht gut aus. Kristallladen, Klinik. Das ist anscheinend das Badehaus. Das scheint der Schreiner zu sein. Restaurant. Brotkorb. Laden. Ich glaube, wir nehmen Laden. Wir gehen zum Laden und hoffen, dass wir da vielleicht dieses Gras finden. Diese Samen. Aber die scheinen ja echt gut zu sein, wenn man was ernten möchte.
Das sind, glaube ich, alles so No-Name-Charaktere. Bescheidene Liane. Also das sind alle Charaktere, mit denen man sich nicht anfreunden kann, richtig. So, das scheint der Laden zu sein, ne? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Was ist das hier? Eine Holzkiste. Oh. Okay. Die kann ich hochheben. Das ist interessant. Ah, ich mache mir schon die Arbeit. Ein neuer Fall. Also, it's a case. Ist wahrscheinlich ein neuer Fall. Hallo, Cecile. Was? Oh, du schon wieder. Wie ich schlussgefolgert habe, du musst Yume sein. Ja, aber woher kennst du meinen Namen? Meister Cherry hat ihn mir verraten. Eine Fremde ohne Vergangenheit, aufgetaucht aus dem Nichts. Das ist ein echtes Mysterium. Ich musste dich mit eigenen Augen sehen. Cecile, oder Cecil. Manchmal heißt er ja Ach, etwas mehr Respekt bitte. Du solltest dich nicht so über das Dilemma dieser jungen Frau begeistern. Oh, ach ja, Entschuldigung. Verzeihung, Verzeihung. So, ach ja, auch ich entschuldige mich. Ich habe ihn auf diesen neuen Vorfall aufmerksam gemacht. Schon gut, kein Grund zur Sorge. Ach ja, bist du Terry? Korrekt, kein sonderlich schwieriges Rätsel. Mir gehört der Gemischtwarenladen, aber ich arbeite nebenbei für Seed. Auf den Beginn einer wundervollen Freundschaft. Ganz meinerseits, ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Entschuldigung. Kann ich auch dein Freund sein? Natürlich. Je mehr, desto besser. Cecil. Ich nenne ihn trotzdem Cecil. Klasse, danke, Yume. Ach, ist er süß. Ich glaube, ich habe mich noch nicht allen Stadtbewohnern vorgestellt. Das machen wir ja auch. Aber trotzdem möchte ich auch was kaufen. Ah, ich kann dir für meine Gegenstände bezahlen. Good work today. Hallöchen. Nicht wahr? Terry ist mein Name. Mir geht's. Falls du irgendwas brauchst, zögere nicht. Gut möglich, dass ich dir dann behilflich sein kann. Okay. Morgen ein schöner Tag. Es gibt eine Donutsorte, die ich echt empfehlen kann. Okay, redet ihr gerade so Kleinzeug? Ich möchte eigentlich eher was kaufen. Hier kann ich schon meine Gegenstände bezahlen. Wie kann ich sie denn kaufen? Wie geht das? Ich rede immer mit ihm, aber das will ich ja nicht. Kann ich nicht mit dem Regal irgendwie interagieren? Das ist ein bisschen tricky. Geh weg. Da, da, da. Oh nö. Hä, wie kaufe ich denn hier? Was, bin ich zu früh? Wie spät haben wir es denn? Wo sehe ich denn die Uhrzeit? Vergeht keine Uhrzeit? Wie kaufe ich denn etwas? Ich glaube, hier muss jemand hinter dem Tresen stehen. Ich gehe mal kurz raus. Boah, wie verpeilt ich wieder bin, ne? Ich sehe keine Uhrzeit. Ich sehe nur, dass es der dritte Dienstag ist. Gemischtwarenladen. 9 bis 18 Uhr. Wie spät haben wir denn? Woran erkenne ich, wie spät es ist? Wahrscheinlich kann ich noch nichts kaufen, weil ich erst mit jedem. Ich will wetten, da oben in der Ecke steht dann die Uhrzeit und die Zeit vergeht gerade aber nicht, weil mir das Spiel erstmal Zeit geben möchte, mich allen vorzustellen. Es kann sein, dass es gescriptet ist und ich bin natürlich übermotiviert und möchte direkt zu Beginn des Spiels mir schon Saatgut kaufen. Und das Spiel bremst mich da gerade so ein bisschen aus. Gut, dann werde ich mich über etwas um das Feld kümmern müssen schon mal und mich dann in aller Ruhe allen Leuten einmal vorstellen. Das wird eine ganz schöne lustige Runde. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und dann das nächste Mal sagen wir einfach allen einmal Hallo. Dann ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.